Komm mal ein bisschen runter, ist besser. Auf! Hallo, Mann. 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 Und wie war's? Schön. Super? Ja. Gut. Wir haben was sind das für Medaillen? Zeig mal die Medaille. Zeig mal her. Vierter von 10. Super Leistung. Super. Wir mussten alle Bilder. Zeig mal her. Einfach so hoch bleiben? Ja. Ich habe ein Tor geschossen, richtig hart gegen die Großen und dann haben wir vierten Platz bekommen. Super, ja. Versuchen, alle blauen Bälle rüber zu werfen auf das Trampolin. Und wenn ihr es geschafft habt, dass kein Bein mehr beim Trampolin ist, dann habt ihr gewonnen. Okay? Ja, hier vorne, das ist unsere Graffiti-Garage. Und da wird heute schon fleißig gesprayt. Das erste Mal da sind, noch mal ganz kurz erklärt. Wir haben eine Farbskala von 40 Farben, normale Farben. Die sind hier nummeriert von 1 bis 40. Unsere heute ist, dass wir Bilder sprühen, die im Dunkeln anders leuchten als tagsüber. Das heißt, das nennt sich Glow in the Dark. Das Bild im Dunkeln sieht anders aus als tagsüber. Und das ist heute das Besondere. Jetzt ein bisschen dicken Laben und so staubmäßig. Genau, wir gehen mal. Hast du schon? Vor dem grünen Block kommen wir zum pinken Trampolin. Auf dem pinken Trampolin müssen wir feste abspringen, um über das Holzfeld drüber zu kommen. Das ist unser erstes Hindernis. Dann müssen wir einmal hoch an die Stangen. Da hangeln wir uns an den Stangen entlang. Die letzte Stange müssen wir mit beiden Händen berühren. Dann runter und weiterlaufen. Hier müssen wir dann auf den Block. An dem Block gehen wir an die beiden Ringe und müssen kräftig von dem einen Block zu dem anderen Block springen. Nach der sauberen Landung geht es um den altbekannten Fünfsprung. Vom Fünfsprung geht es weiter über den roten Balken. Da ist es ganz wichtig, dass wir so schnell sind wie möglich. Wir wollen ja so schnell sein, wie es geht in dem Parcours. Deswegen mit ganz viel Tempo über den Balken drüber, ohne runterzufallen. Von den beiden Klötzen schwingen wir uns über das orangene Seil an die Strickleitern. An den Strickleitern müssen wir vier Strickleitern überqueren. Drei davon hängen quer und eine bewegt sich frei. Das ist ganz schwer, da müssen wir darauf achten, gerade zu stehen, uns auszustrecken, sauber mit den Füßen und sauber mit den Händen zu greifen. Von dem Klotz kommen wir dann auf unseren Schwebebalken. Da müssen wir natürlich wieder mit ganz viel Kontrolle drüber und von dem Schwebebalken mit ganz viel Schwung an unser Reck und bei unserem Buzzer abklatschen.